Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Risen 3. Ich müsste eigentlich immer ein Liedchen singen am Anfang. Ich weiß noch nicht welches, vielleicht dicht dich oder komponiere mal einfach eins. So, ich habe letzte Folge geguckt, ich war jetzt zwar kurz weg zwischendurch, zwischen der letzten Folge und jetzt. War ich kurz weg? Okay, und wann wollte Zacharias mir davon erzählen? Aber ich habe trotzdem noch vorher geguckt, wie das mit dem alten Wissen aussieht. Und zwar folgendermaßen. Es interessiert uns im Endeffekt nicht. So einfach ist es. Das ist wohl das Äquivalent zu den magischen Kristallen. Damit lernen die Dämonenjäger nämlich ihre ganzen Skills. Und nicht wir. Und deswegen können wir, soweit ich weiß, nicht viel damit anfangen. Es war schwierig, was zu finden, weil es gibt noch eine Quest, die heißt irgendwie Suche altes Wissen. Und dann habe ich ständig nur Treffer für die Komplettlösung dieser blöden Quest gefunden. Und, ja, und außerdem, ich weiß nicht wieso, aber es gibt zu jedem blöden, bekloppten Indie-Spiel auf dieser Welt, gibt es ein eigenes Wiki, ja, egal ob es ein Starbound ist, ob es ein Stardew Valley ist, ob es natürlich ein Minecraft ist, vollkommen Schnuppe, es gibt noch unbedeutendere Spiele als Risen und zu jedem Spiel gibt es ein Wiki. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil es ein deutsches Spiel ist. Oh, oh Gott, oh Gott. Auf mit dir. Huh! Okay, habe ich entweder einen krassen Geheimgang jetzt genommen oder ich komme jetzt einfach von hinten da dran. Das wäre ziemlich arschig. Griffkrakenauge. Oh, lol! Ich habe ein Schwert gefunden. Wie komme ich jetzt zurück? Nee, bleib mal da hinten, Junge. Ich speichere mal. Wahrscheinlich hier drauf. Anlauf und spring! Easy! Komm, wieder, geht weiter. Alter, ich glaube, das Schwert haben wir jetzt auch komplett, aber das ist eine Hiebwaffe. Da haben wir nichts mit zu tun. Also, wie gesagt, es gibt zu jedem blöden Spiel ein Wiki, außer natürlich zu den Spielen, die ich Let's Playe. Also zu Risen gibt es kein Wiki, da konnte ich jetzt nicht mal eben altes Wissen eingeben und dann wurde mir ein krasser Eintrag gezeigt. Und wie gesagt, normalerweise, also wir wurden fast nur die Komplettlösung von dieser Quest bei Google angezeigt. Und, ja, wie gesagt, das Einzige, was ich gefunden habe, ist, dass damit wohl die Dämonenjäger ihre Skills leveln und ansonsten nicht viel. Und deswegen glaube ich, dass es auch keine andere Bedeutung gibt. Und wenn doch, ich werde da jetzt erstmal nichts mit tun mit den Dingern. Aber zumindest lebe ich schon mal in dem Wissen, dass ich wahrscheinlich damit nichts anfangen kann. Aber wir verticken die Sachen jetzt noch nicht sofort. Okay, wo sind wir? Hier gibt es tatsächlich keine untoten Viecher, nur irgendwelche. Da ist das Portal, jetzt wird sich das wahrscheinlich irgendwie aktivieren, weil Zacharias angerannt kommt jetzt vor den... Nee, da ist er auch schon, natürlich. Natürlich, natürlich. Kann ich es jetzt nicht einfach schnell heimlich zerstören? Hm, das ist tatsächlich ein inaktives Kristallportal. Toll. Jetzt macht er es bestimmt an. Du bist also schon hier. Natürlich. Natürlich. Ich bin ja auch geflogen. Ah, das ist ja ein toller Trick. Vor allem kommt man so unbehelligt an den ganzen Viechern vorbei. Wieso erzählst du mir nichts davon? Nix. Oh, ich hatte wohl versäumt, dich vor den Gefahren dieser Höhle zu warnen. Geil. Wir hatten sie schon einmal von den ganzen Monstern gesäubert. Sie kommen jedoch immer wieder. Mistkerl, willst du mich umbringen? Du Bastard! Schon gut. Das ist mein Chef. Er ist jetzt hier. Was sagt unser Chef nicht? Ich habe sehr interessante Dinge erfahren über dieses Kristallportal. Es ist völlig unversehrt. Ach was. Der Energiestrom des Reaktors kann hierher umgeleitet werden. Super Idee. Zu aktivieren. Machen wir direkt. Kollektiver Selbstmord. Großartige Idee. Kollektiver Selbstmord. Großartige Idee. Das Ding schlägt eine Brücke ins Reich der Schatten. Schon vergessen? Du willst deinen Geist zurück. Und da steht das Werkzeug, um ins Reich der Geister zu gelangen. Denk doch noch einmal darüber nach. Hm. Aus einem bestimmten Grund konnte dieses Portal hier errichtet, jedoch nie geöffnet werden. Du redest von der Insel und ihren Kristallen. Die magische Energie hier an diesem Ort machte es den Schatten unmöglich, das Portal aus dem Schattenreich heraus zu öffnen. Ja, und darum haben sie jetzt auch sicher das Interesse daran verloren. Okay. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Darum habt ihr hier auch keine Schergen der Unterwelt getroffen.
Seeweg. Und versuchen nun über den Seeweg Taranis zu erobern. Ja, es passt alles zusammen. Das ist die Gelegenheit, um einen Blick auf die andere Seite zu wagen, ohne ihnen in die Arme zu laufen. Was meinst du? In Ordnung. Starte das Ding, bevor ich es mir anders überlege. Ach so, ich will da jetzt einfach so rein. Alleine? Trete beiseite. Ich muss mich konzentrieren. Oh lol, okay. Wollte ich jetzt eigentlich nicht tun. Vor allen Dingen, hier sollten ganz schön viele Krieger sein, falls was schief geht, weil das wird nicht lange unbeobachtet bleiben, nehme ich an. Hat er mal eben die Magie der Insel alleine umgeleitet mit seiner Gedankenkraft, ohne irgendwelche Maschinen das oder so. Geschafft. Nun geh und erfülle dein Schicksal, mein Sohn. Ihr könnt ja theoretisch in jedes Ding reinlaufen, lass uns das sagen. Junge. Geh, mein Junge. Hör auf, mich Sohn zu nennen. Bin ich dein Sohn? Alles klar, wir gehen jetzt. Was mache ich eigentlich? Frag mich auch. Wird schon schief gehen. Wir haben doch Edward dabei. Ist doch gar kein Problem. Der kennt sich aus in der Schattenwelt, der alte Vampir. Ja, rein mit dir. Steht ja nur blöd vor. Macht nichts. Ah, Schwarzblende, natürlich. Wie auch sonst. Bloß keine Animation. Oh, lol. Was ist hier los? Das Klar, ist nicht die Welt, die ich kenne. Und auch doch. Erstmal alles einsammeln. So, sehe ich hier noch irgendwo? Da. Seelenstaub? Noch mehr Seelenstaub irgendwo? Hier noch irgendwas? Sieht nicht so aus. Wichtig ist auf jeden Fall, den Seelenstaub einzusammeln. Damit können wir uns immer menschlich machen, glaube ich. Was soll das, Henny? Nervst du mich schon wieder? Okay, uninteressant. Ich bin halt kein Assi, das ist leider das Problem. Ich müsste, ja, ich habe, ja, schwierig, ja. Ich bin ja schon so gut. Ich weiß, eigentlich brauche ich die Dinger überhaupt nicht. Ich glaube, ich könnte mich jetzt einfach mal für Gold immer entscheiden, wenn es geht, anstatt nett zu sein. Und das, wahrscheinlich mache ich das schon allgemein durch die anderen Sachen wieder weg. Und selbst wenn nicht, könnte ich immer noch diesen Schattenstaub hier, Glühstaub, wie heißt der, habe ich jetzt vergessen, benutzen. Jetzt reden wir erstmal mit Tau. Was? Bin ich aus dem zweiten Teil? Was geschieht mit mir? Du hast die Schwelle der Sterblichkeit überschritten. Du bist nun ein Grenzgänger. Aber was bedeutet das? Dein Geist steht hier vor mir, doch dein Körper weilt noch an einem anderen Ort. Du bist tot und doch auch lebendig. Ein Werkzeug der Schatten und auch nicht. Dein Schicksal ist noch nicht geschrieben. Noch kannst du es lenken, doch nur noch für kurze Zeit. Nutze sie, bevor Aua. Es für dich zu spät ist. Okay. Das ist ja eigentlich ist es jetzt. Wäre das jetzt auch passiert, wenn ich schlafen gegangen wäre? Wer bist du? Ich bin Tau, Hüter der Insel der Toten. Ich bin wie du, ein Reisender zwischen den Elementen. Ich stehe zwischen dem Tod und den Lebenden. Du kommst von der Insel der Toten. Da war ich du schon. Du kommst von der zweiten Insel Teil. Der Toten? Einst war sie der Hafen vieler verlorener Seelen. Heute oh, ist sie nur Beispiel. Noch leeres und totes Land. Die Schergen des Schattenreiches haben alles vernichtet. Die Geister irren nun rastlos im Schattenreich umher, auf der Suche nach Erlösung. Okay. Wie kommst du hierher? Ich bin auf einer langen Reise durch die Elemente. Sie sind ins Ungleichgewicht geraten in den letzten Zyklen. So habe ich nach dir gesucht. Nach mir? Ja. Du bist derjenige, der die Veränderung bringen wird, natürlich. Grenzgänger. Immer Trotz ich. Allem, was mit dir passiert ist, bist du stark und dein Wille ist immer noch ungebrochen. Durch deine Hand kann das Gleichgewicht der Elemente wiederhergestellt werden. Easy. Wie kann man die Schatten aufhalten? Dein Feind ist nicht unverwundbar. Doch er ist gefährlich und verfolgt seinen Plan mit Geduld und Hinterlist. Ich kann nicht sehen, wer den Kampf um Leben und Tod gewinnen wird. Dass dein Schicksal eng mit dem Geschick der Menschen verbunden ist. Du musst deinen Weg gehen, Grenzgänger. Er ist noch lang. Doch am Ende wirst du die Entscheidung herbeiführen. Oh oh, er hat gesagt, das ist noch lang. Wie lange soll das Let's Play denn noch sein? Das ist nur Laberei, nichts Konkretes.
Also können wir den Krieg gegen die Schatten gewinnen. Zerstöre die Kristallportale der Schatten. Sie sind der Quell und Werkzeug ihrer Macht. Nur so wirst du die Armee der Finsternis aufhalten können. Okay. Das lag irgendwie auf der Hand. Kristallportale zerstören. Langweilig. Das hätte ich. Ja, dann wird's. Ja, dann krieg. Dann ist es auf jeden Fall so, dass man volle. Also, dass man die ganzen Herzen bekommt und der Entwickler rechnet damit, dass ich am Ende, weiß ich nicht, 200% mehr Leben habe. Verdammt, ich dachte, das wäre so ein Bonus. Geist? Du selbst bist der Geist, den du suchst. Nur im Traum hast du und dein Körper einen kurzen Moment der Vereinigung. Ja, so etwas habe ich schon befürchtet. Der Weg, den ihr gemeinsam eingeschlagen habt, wird euch an einen großen Scheideweg führen. Ihr könnt euch und die Welt vor den Schatten retten. Doch höre, ihr dürft niemals gänzlich eure Menschlichkeit verlieren. Sonst bist du für immer verloren und dein Körper wird am Ende selbst zu einem Schatten. Wäre halt lustig, ne? Warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Warum kann ich nicht einfach durch das Kristallportal gehen? Das kannst du tun. Doch das Portal ist ein Werkzeug der Schatten. Du würdest dabei großen Schaden nehmen und dein Körper würde sterben. Du musst einen sicheren Weg finden, dich mit deinem Körper zu vereinen. Ich will hier schnell wieder raus. Tschüss. Ich will hier schnell wieder weg. Ich kann die Verbindung zu deinem Körper wieder trennen. Aber warte, ich höre einen Schattenlord. Er hat uns entdeckt. Schnell, du musst... Zu spät. Seele minus 1. Mein Geist verlässt die Gruppe. Good old mein Geist. Wer kennt's nicht? Ich will wieder rein. Lass mich wieder rein. Kann ich wieder rein? Geht nicht. Mistkerle. Der heiligen Flamme sei Dank. Du bist wieder da. Du warst einige Stunden fort. Stunden? Es kommt mir vor, als wären es nur Minuten gewesen. Was hast du gesehen? Eigentlich nix. Ich war ja gar nicht drüben. Sondern ich hab nur kurz meinen Geist wieder spielen lassen. Ich weiß jetzt, wo mein Geist ist. Wo denn? Auf der Insel der Toten, oder was willst du mir jetzt sagen? Wir müssen hier weg. Das ist richtig. Das Portal muss sofort geschlossen werden. Ja. Das Portal muss sofort geschlossen werden. Das kann ich nicht mehr. Es ist jetzt aktiviert. Alles klar, meine Aufgabe. Also wirklich im Reich der Schatten? Ja, aber ich glaube, die Schatten haben mich gesehen. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis... Da sind sie. Dachte ich mir schon. Erstmal schnell die Kleinen wegmachen. Das Feuer hält sie etwas auf. So. Alles klar, alle tot. Nee, einer lebt noch. Okay, jetzt sind alle tot. Noch nicht alle tot. Jetzt sind alle tot. Huh! Zacharias macht wieder mal nichts. Nur Edward, der einzig Gute hier im Team. Schnell nehmen das Herz, bevor sich irgendein anderer schnäppelt. So, zach, was sagst du? Jetzt sind deine Forschungen an dem Ding hier wohl beendet. Ja, ich fürchte, wir müssen uns nun um die Bedrohung durch das Schattenreich kümmern. Ich hab noch gar nicht zugemacht. Ich hätte nicht geahnt, dass die Schatten mit solchen Mitteln agieren. Das muss ich unbedingt in meinen Unterlagen vermerken. Deine Arbeit hier ist Abgang, erledigt. Junge. Ich brauche dich beim Geisterritual. Du meinst es wirklich ernst damit, ja? Woher hast du dieses Wissen um deinen Geist und das Ritual eigentlich? Aus den alten Schriften in Kalador. Eldrick half mir dabei. Kalador, sagst du? Eldrick, der Druide, ja? Ich kenne Eldrick gut. Er würde dich nicht zu mir schicken, wenn er sich nicht sicher wäre. Eigentlich gar nicht, ja. In Ordnung. Ich werde dir helfen. Sag mir, wo das Ritual stattfinden soll und ich werde da sein. Tja, wo der richtige Ort dafür ist, weiß ich noch nicht. Das macht nichts, mein Junge. Du wirst ihn schon noch finden. Ja, ich mach wieder alles allein. Verlass dich auf mich. Sobald du dein Ritual abhalten willst, verlass dich auf mich. Werde ich da sein. Nix machen sie, weißt du? Stell dich einfach nur gleich irgendwie um einen großen Kessel und fuchtel ein bisschen hin und her. So. Erstmal weg mit dem blöden Portal.
wie es einfach zerfällt, weil ich einfach davor stehe. Das ist so geil. Okay. Wir sind auf Taranis. In der Theorie jetzt fertig. Und mein Handy bimmelt im richtigen Moment. Hier sieht man die Leute, die da am Stissel sind. Ich meinte eigentlich, hier gibt es doch noch ein paar. Die nicht. Eingeborene Oststrand gab es. Dann gab es Antigua, das hier, ne? Magier, hat ein Magier auf Taranis eine Steintafel bei sich. Alles klar. Das ist nämlich noch hier in der Nähe. Da. Da gehen wir mal hin. Nehmen wir natürlich die Abkürzung. Das machen wir noch. Ticks. Ich guck mal. Vielleicht machen wir auch noch das andere, damit wir die Sachen jetzt hier auch fertig haben. Als mir nämlich auf den Geist geht. Zakias. Da. Ich habe dein Aurikulki schon wiedergefunden. Was? Du musst sein größte Tief von Homies. Selbst bei Matar verzaubermännern Aurikulki nicht sicher. Zakir behält Aurikulki jetzt bei sich. Gralle Blemo für Gnu, wenn werden beklaut. Hier Tredogemo für Aurikulki. Saphir. Toll. Auf jeden Fall bester Deal meines Lebens. Hast du noch was? Nö. Sollen wir Jafar mitnehmen? Der gibt uns nur wieder neue Quests, worauf ich gerade keine Lust und keinen Bock habe. Noch mehr Quests zu machen. So. Wo ist denn der Typ hier, oder was? Was hast du an... Sie... Gibt's sie hier zu kaufen? Nö. 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 Ich könnte mal ganz kurz die... Hier. Weg. Einschüchtern 5. Silberzunge 10. Habe ich aber hier auch, ne? Mit Taschendiebstahl. Messerknacken 10. Einschüchtern. Einschüchtern. Überall einschüchtern drauf. Was aber gut ist. Warte. Hier sind noch zwei Ohrringe. Ah ne, das sind Anhänger. Ja, mach mal jetzt akzeptieren. Verdammt, das heißt, entweder bekomme ich den für die Quest am Ende mit den Delikatessen. Muss mal kurz hier hochlaufen. Der wird mich da jetzt nicht mehr aufhalten, oder? Ja. Na, hier komme ich auch nirgendwo hin. Na, geh mir nicht auf den Sack, Junge. Sogar keine Chance gegen mich. Also, der Typ muss das haben. Ich kann ihn nicht beklauen. Das Einzige, und ich kann ihn auch nicht von ihm kaufen. Das heißt, das Einzige, wie ich es bekommen kann, ist sein komisches Ding hier. Seine Quest fertig machen. Okay, dann müssen wir an den Oststrand. Okay, das könnte auch der Oststrand sein. Ich sollte das erstmal... erstmal nachschauen. Seekarte. Ja, sag ich doch. Gut, dass wir da nicht abgehauen sind. Okay. Hier lang? Wo geht's nochmal runter? Hier geht's runter, oder? Hier geht's runter. Wir da hinten einen Oststrand. Dass es hier auch wieder keinen Teleport gibt, ne? Alles gewollt. Alles. Oh, oh. Richtig viel Leben jetzt, ne? Auf jeden Fall der beste Moment. Um jetzt zu kämpfen und... Ah, ich mach den auch ohne Schaden zu kriegen. Easy. Warum sind hier schon wieder neue Gegner? Wegen dem neuen Kapitel, oder was? Mann, jetzt muss ich die ja noch alle killen. So. Uns interessiert sowieso nur der Ruhm. Und nicht wirklich die Gegenstände, die die dabei haben. Wie für den Satz da vorne war. So gut. Naja. Okay, das bedeutet auf jeden Fall, dass wir in der nächsten Folge... Kommen wir da überhaupt durch? Jetzt? Dürfen wir da durchlaufen? Oh Gott! Der schläft hier. Ich dachte, der wäre tot. Zack! Ich hoffe, da kann man durchlaufen.
tot. Nö, sieht cool aus. Also, was wir nächste Folge machen, ist nach Kila gehen, würde ich sagen. Versuchen, hinter die große Wand zu kommen und uns die nächste, den nächsten Magier im Endeffekt zu holen. Charni, die man schon aus dem zweiten Teil kennt. Und das Gebiet zu erforschen, endlich mal Matt seinen Schatz zu bringen oder so, den er da hinten sucht. Kommt ja auch noch dazu. Aua! Gibt's nicht noch irgendwas ganz am Anfang? Nee, das gibt's hier gar nicht, stimmt. Ich war jetzt gerade im zweiten Teil vertieft, da kann man nämlich zurück in die Kristallfestung oder wie sie heißt. Zack, zack. So, wo ist es? Wo muss ich hin? Irgendwo da oben. Zack, zack. So. Wo bist du? Nee? Nicht? Muss ich hier buddeln? Löp. Hier. Blaues Federkiel. So. Heißt, hier sind wir auch durch. Mit den Legis. Kann ich überhaupt irgendwie sehen, wie viele es gibt? Sammlung. 1, ja. Ein paar gibt es noch. Ein paar. Was war das jetzt? Blaues Federkiel, Silberzunge plus 10. Nice. Okay. Ich würde sagen, zurück zum Schiff und auf nach Kila. Wird es nicht mal wieder Zeit, deine Crew zu inspizieren? Nein, wird's nicht. Alles klar, liebe Leute. Nächste Folge quatschen wir mit Polly und düsen zurück nach Kila, um hinter die Mauer zu kommen. Ich hoffe, das kriegen wir irgendwie hin und dann finden wir Charni und vielleicht finden wir auch einen Ort, wo wir rumpümmeln können. Der einzige, der mir einfällt, wäre nämlich das Ritual. Das ist das einzige, was mir gerade einfällt, was, nicht das Ritual, das, oder doch, das Orakel, so meine ich das, Entschuldigung, was alt ist. Haben die nicht auch mal irgendwie gesagt, das ist irgendwie schon tausende von Jahren alt, seit Anbeginn der Zeit oder irgendwie so ein Blödsinn. Das wäre das Einzige, was mir einfallen würde. Was wir noch tun könnten, tatsächlich, wäre ein bisschen Magieskill nochmal. Ich glaube, das mache ich nochmal nächste Folge. Das werde ich vergessen. Werde ich auf jeden Fall vergessen. Sowas von hundertprozentig. Hier ein bisschen in Magie reinskillen. Einmal. Geil, hat sich richtig gelohnt. Einmal Magieskill. Super. Naja. Ich denke, vor 70 oder 75 können wir sowieso nichts machen, von wegen passive Dazuskillen. Weißt du was, das gucken wir jetzt auch nochmal nach. Und zwar Fertigkeiten, Magie. Sowas haben wir noch nicht gelernt. 1 von 2 Meistermagier. Magie 80, Geist irgendwas. Haben wir nicht. Fokus. Astralsicht ist mir gerade egal, kann ich trotzdem nicht, weil ich da Geist auf 40 haben muss. Kristallmagie brauche ich auch Geist auf 40. Kampfmagier. Du fließt durch den Körper, du kannst eine zusätzliche Attacke und einen Kombo-Angriff machen, dafür brauche ich Magie 70. Das ist alles egal, egal. Blick des Abenteurers. Ist egal. Runenmagie. Runenmagie interessiert uns auch nicht. Blick, Blick, Alchemie. Ist uns auch egal. Talismane herstellen, Blick des Kämpfers, auch egal. Okay, also eine Sache könnten wir lernen. Und das war, also nicht eine Sache, wenn wir Geist auf 40 machen, könnten wir, das können wir das machen, weil dann sind wir mit Geist durch. Ja, hier, so. Geist ist durch auf 40. Brauchen wir nicht mehr skillen. Auf 40 ist so, glaube ich, das, was man braucht. Kampfmagier. Haben wir Nahkampf auf 50, sehr gut. Haben wir genau auf 50. Das ist perfekt. Das heißt, wir müssen jetzt im Endeffekt nur noch Magie leveln, bis auf einen Mindestwert von 80. Oh. Ah doch, haben wir schon. Ich dachte, wir hätten es noch nicht gelernt. Hier ist es auf 80 und sonst 70. Das war's, glaube ich. Magie müssen wir also mindestens auf 80 kriegen. Übernehmen, ja. Sollen wir das nochmal eben schnell machen? Ne, das machen wir nicht, oder? Das ist sowieso useless. Okay, gut, dann sage ich jetzt aber auf jeden Fall mal tschüss. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Seid beim nächsten Mal wieder dabei, wenn wir dann nach Kila
düsen, diesmal auch ohne Monsterangriff, ohne dass uns irgendein komisches Seemonster angreift. Also eine sichere Überfahrt. Es sei denn, irgendwas anderes passiert. Das werden wir dann sehen. Also, liebe Leute, dann wünsche ich euch noch einen super Tag. Verbringt ein bisschen Zeit mit Familie, Freunden und Freundinnen vor allen Dingen. Und genießt das Leben. Ich bin raus, auf Wiedersehen. Tschüssi!